liebe Mitinsassen dieses Irrenhauses, das sich Welt nennt. Ja, heute irgendwie am 6., nee, am 7.1. doch ganz zutreffende Bezeichnung für all das, was man so erlebt da draußen. Ich möchte, um eurer Erbauung zu dienen und eurem Seelenfrieden heute, angesichts all der Turbulenzen in der Welt da draußen, eine kleine Freude machen. Und deswegen mache ich mit euch heute 3 Booster einer meiner liebsten neueren Editionen auf. Ich weiß nicht, ob ihr das schon wisst, dass ich diese Edition so toll finde. Ich zeige euch mal, was mein neues Projekt ist. Ist nichts Besonderes, aber ich will es einfach mal zeigen. Ja, ich möchte nämlich tatsächlich die komplette Cold Snap Sammlung vollständig kriegen. Ich liebe Cold Snap. Und wie ihr seht, habe ich auch noch nicht viel davon. Das heißt, wir fangen jetzt erst an damit. Ne? Ich habe schon mal ein paar Cold Snap Booster aufgemacht, aber dann nicht immer alle Karten behalten und auch die Themendecks ja immer zusammengelassen. Ich bin so ein Fan von Cold Snap. Ich finde, Cold Snap ist eine wunderschöne Edition. Die Booster sehen traumhaft schön aus. Die Karten sind wunderschön. Alles ist auf den Ice Age Flair ausgerichtet. Und das spricht mich total an. Ich liebe dieses nordische Thema. Ich liebe diese schneebedeckten Landschaften. Ich liebe diesen ganzen Flair, die ganzen Hintergrunderzählungen, diese Wikinger- und Kelten-Anklänge, die da drin stecken, germanischen Anklänge da drin. Also diese kulturelle Hintergrundgeschichte, die da mitspielt, die Elfen, die Berserker, die Krieger, die schneebedeckten Landschaften, all das finde ich ganz, ganz toll. Und ich habe schon einiges zu der Hintergrundgeschichte von Cold Snap oder auf Deutsch Kälteeinbruch erzählt. Das wiederholen wir heute nicht mehr. Es passt gerade zur Jahreszeit. Es ist Anfang, Mitte Januar. Draußen ist es wirklich kalt. Wir waren schon mal draußen im Schnee. War richtig schön dieses Jahr. Viel Schlittenfahren. Ich fasse es nur noch mal kurz zusammen, worum es in den Kälteeinbruch geht. Das ist eine Edition, die 2006 nachträglich eingeführt wurde. Die gehörte ursprünglich nicht zum Ice Age Block. Der Ice Age Block bestand ursprünglich nur aus Ice Age und Alliances. Manchmal wurde Homelands dazugezählt. 1995, 96. Dann hat man 10 Jahre später schon als Nostalgie-Set für die Nostalgiker und Veteranen Cold Snap dazugefügt, um Homelands aus dem Block herauszunehmen und dann Cold Snap als würdige dritte Erweiterung, die auch wirklich was mit Eis und Schnee zu tun hat, einzufügen. Da hat man auch dann einige Lücken geschlossen, die bei Ice Age und bei Alliances noch da waren. Hat sich gewundert, warum es Auerochsen gibt, aber viel zu wenige, um Auerochsenherden herzustellen. Also hat man hier Auerochsen eingefügt und ein Auerochsendeck gemacht. Man hat die Schneemechanik, die ursprünglich eingefügt war, in wesentlicher Eckstein war von Ice Age, hier ergänzt durch eine schöne Erweiterung der Schneemechanik und die kumulative Versorgung, die ursprünglich ja nur ein negativer Aspekt war, hat man hier teilweise ins Positive gewendet. Cold Snap war eine ziemlich einzigartige Erweiterung, stand so monolithisch leer im Raum. Keiner hat damit gerechnet, dass sowas kommt. Es war sehr überraschend dann, als Cold Snap auf den Markt kam und Mark Rosewater soll damals gesagt haben, man habe einen vergessenen alten Design-File auf dem Computer gefunden, der aus den 90er noch war und deswegen das Set dann nachträglich gemacht. War natürlich nur ein Spaß. Aber es ist schon tatsächlich gedacht als im Ice Age Block spielbar und deswegen spielen wir hier auch, habe ich letztes Jahr mal erzählt, auch teilweise Ice Age Block Constructed mit Cold Snap und Alliances und Ice Age und glaubt mir, das macht richtig Spaß, das zu spielen. Es war ziemlich einzigartig, habe ich gerade gesagt. Sowas gab es in der Form vorher nicht mehr und jetzt doch ab und zu mal wieder sowas wie Eldraine oder so, also ein Set, das ja gar nicht so wirklich an ein großes Überthema oder an ein Hauptset angebunden ist, dass man sozusagen reingewürfelt hat und die Leute hatten keinen unmittelbaren Bezug zur Thematik, die etabliert war, etwa die Ravnica-Thematik oder andere Thematiken, sondern etwas, das wirklich rausstach. Und so hat es auch ein gewisses Nischendasein gehabt, dieses Produkt. Das ist irgendwie so unter dem Radar der meisten Leute. Deswegen kann man Karten, Booster und auch bis vor kurzem noch Displays für relativ faire Preise bekommen. Aber seitdem alles über Kaldheim redet und die Wiederkehr der Schneemechanik erwartet, wollen jetzt auch ganz viele wieder auf Cold Snap aufspringen, weil man sich dort Synergien erhofft und natürlich auch Preissteigerungen bei den Cold Snap Boostern und bei den Cold Snap Displays. Ich bin glücklicherweise gut versorgt mit Cold Snap, deswegen können wir heute mal drei Booster aufmachen. 3 Displays werden ein bisschen lang und ein bisschen in Nostalgie schwelgen. Ich bin sehr gespannt. Es gibt tolle Karten darin, mittlerweile richtig wertvolle Karten darin. Das hat unter anderem mit Marit Lage zu tun, den wir kennen. Ne? Dieses berühmte Land, das hat zu tun mit den Scry Sheets, ein tolles Land, auch mit Counterbalance aus
Ein Zauberspruch, aus dem später dann ganze Deckmechaniken entwickelt wurden. Und es hat zu tun mit dem Summoning Stone, der die tolle Ripple-Mechanik mehrfach ausüben lässt. Ihr dürft dann vom Deck oben runter kostenlos Karten sprechen, die die gleiche Karteneigenschaft hat. Also die Kreaturen wiederholt nochmal raussprechen, zum Beispiel zweite, dritte, vierte Kreatur eines Typs und so weiter und so fort. Jetzt genug der Vorrede, jetzt schauen wir mal rein. Mein großer Sohn sitzt mir gegenüber, ist heute mein Glücksengel und darf, da wir zwei von der gleichen Sorte hier haben, würde ich mal sagen, mit diesem Booster anfangen. Ich bin sehr gespannt. Er hat mir schon oft Glück gebracht. Wir wollen ja, wie gesagt, diese Sammlung vervollständigen und er darf dann im Anschluss, hier hast du die Folien, die Karten in Folien stecken. Das ist übrigens sehr gut. Ich mache keine Werbung für Produkte, aber die Perfect Fit von Dragon Shield liebe ich. Die kommen da drum und dann darf er die ins Album stecken. So, und jetzt würde ich mich freuen, wenn du mir mal die Karten anreichst. Dann drehen wir es so rum und fangen von hinten an. Das ist tatsächlich, wie ich auch eben gesagt bekommen habe, von meinem Öffnungsprofi hier so sortiert, wie es früher sortiert war. Die Uncommons sind unten, die Commons und die Rare kommen oben. Also wir fangen an mit Orhan Yeti. Auch die Optik aus der Zeit ist großartig, ne? Für 4 Mana 3/3. Du tappst 2 und ein verschneites Land und eine verschneite Kreatur deiner Wahl enthält Erstschlag bis zum Ende des Zuges. Die haben wir noch nicht, ist doch schön. Dann kommt Rauhreif Auftragsmagier, diese Rhymewind Magier oder diese Rhymewind Tribe. Diese Zauberer sind ein eigener Tribe. Die Hauptfigur aus diesem Tribe ist Haida. Das ist ein sehr schönes Thema. War auch in einem der Themendecks, die ich zuletzt aufgemacht habe, vertreten. Und ich verlinke euch hier nochmal die Themendecks bzw. die Playlist dazu. Was kann der? 2 Mana 1/2. Eins tappen, ihn tappen, tappe oder enttappe eine bleibende Karte deiner Wahl. Spiele diese Fähigkeit nur, falls du 4 oder mehr verschneite bleibende Karten kontrollierst. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Kaltheim und dann dem Cold Snap und mit Modern Horizons, das auch viel verschneite Karten und Länder hatte, und auch mit den alten Ice Age Sachen, kann man jetzt, wenn Kaltheim rauskommt, vielleicht tolle, tolle EDH-Decks machen. Tolle Commander machen, die auf der Snow-Mechanik basieren. Bin ich sehr gespannt. Die wogende Macht, die nächste Common für 2 Mana, Verzauberung Aura. Die verzauberte Kreatur erhält +2/+2 und das ist jetzt auf Deutsch Wallung. Auf Englisch ist es die Mechanik, die ich vorhin genannt habe, nämlich Ripple. Wenn du diesen Zauberspruch spielst, kannst du die obersten 4 Karten deiner Bibliothek aufdecken. Du kannst von diesen aufgedeckten Karten alle spielen, die den gleichen Namen haben, direkt kostenlos ins Spiel bringen. Sehr, sehr mächtig, wenn ihr mich fragt und deshalb so spannend. Gerade bei Kreaturen, wenn du dann kostenlos die ganzen Kreaturen kriegst, ist super. Und jetzt sehen wir auch einen Grund, warum dieses Set, dieses Cold Snap Set, doch auch einen gewissen Wert noch hat. Die verschneiten Standardländer, diese Dinger hier, die haben immerhin noch ihren Wert behalten. Auch wenn die Leute die Full-Art-Karten lieber mögen als diese hier, bin ich trotzdem ein Fan von denen, weil die optisch sehr, sehr schön sind. Da haben wir eine verschneite Ebene, die gefällt mir sehr gut, die kommt mal hier hin. Die sind auch immer in diesen Packs drin. Der nächste Zauberer ist der Überlebende der Unsichtbaren. Wie gesagt, Blau hat ein Zauberer-Thema in Cold Snap. Hier haben wir einen Mensch-Zauberer, der wird kumulativ versorgt. Und hier bedeutet kumulative Versorgung 2. Lege zu Beginn des Versorgungssegments eine Altersmarke auf diese bleibende Karte. Opfere sie dann, wenn du nicht für jede Altersmarke auf ihr Versorgungskosten bezahlst. Wenn du den tappst, kannst du 2 Karten ziehen und dann eine Karte aus der Hand auf die Bibliothek oben drauflegen. Sehr schön, habe ich alles noch nicht, aber es ist auch kein Wunder bei den wenigen Karten, die ich bisher habe. Dann haben wir den Blutmaler-Ork für 3 Mana, 2/1 ein Ork-Schamane. Du kannst ihn tappen, eine Kreatur opfern und er fügt einer Kreatur deiner Wahl oder einem Spieler einen Schadenspunkt zu. Und als nächstes kommt der Ronom-Moloch. Die sind einfach total schön, diese Bilder. Mit dem Schnee, ich finde das super. Der ganze Flair von der Eislandschaft, von der Eiszeit kommt da richtig gut rüber. 5 Mana, 5/6 Schutz vor Verschneitem, kumulativ versorgt. Du musst auch hier eine Altersmarke drauflegen. Und dann, wenn du keine Altersmarken drauflegen kannst, dann musst du die Kreatur opfern. Und dann haben wir den Affenraufbold. Den habe ich schon auch, glaube ich. Da freut sich mein Großer, denn er darf die Doppelten alle behalten. Für 4 Mana 3/3, wirf ein Land aus deiner Hand ab. Der bekommt +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Das ist allerdings für einen solchen 1/1-Effekt, eine Karte abwerfen, ein Land abwerfen, ziemlich teuer. So, dann sind wir immer noch bei den Commons, das flinke Manöver. 2 Mana, Spontanzauber, verhindere die nächsten 2 Schadenspunkte, die diesem Zug einer Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl zugefügt würden. Zieh zu Beginn des Versorgungssegments des nächsten Zugs eine Karte. Ich habe zuletzt auch mal geschaut, man kriegt angebrochene Sets, also wo 3, 4 Rares fehlen, im Internet bei eBay auch schon mal für 50, 60 Euro. Die Komplettsets beim Profihändler kosten 200, die Komplettsets vom privaten Händler um die 160. Und ich denke, der Kartenwert ist damit nicht wirklich repräsentiert. So 120, 130 Euro ist ein fairer Preis für das ganze Set. Kann aber wirklich sein, dass es im Augenblick teurer wird durch den Kaltheim-Hype. Gucken wir mal, wo wir gerade sind. Müssten jetzt langsam Richtung Rare kommen. Jetzt haben wir noch eine Ankamen. Grimmige Ernte für 2 Mana. Spontanzauber. Bringe eine Kreaturkarte deiner Wahl aus deinem Friedhof auf der Hand zurück. Bergung 2.
Wenn eine Kreatur aus dem Spiel auf deinen Friedhof gelegt wird, kannst du 3 Mana bezahlen. Also Bergung 3 Mana, so war das. Falls du das nicht tust, bring diese Karte aus dem Friedhof der Hand zurück. Entferne diese Karte sonst ganz aus dem Spiel. Haben wir schon schwarz? Nee, haben wir nicht. Ja, was wollte ich noch sagen? Genau, letztes Jahr habe ich mich mal ein bisschen umgeschaut, was die Cold Snap Displays kosten. Da wurde mir von privat mal ein deutsches Cold Snap Display für 325 Euro angeboten. Ich denke, das war durchaus ein fairer Preis, wenn ich jetzt mal so schaue, was die Sachen auf Card Market kosten, sind wir nie unter 400 und ich gehe davon aus, dass das weiter hochgeht jetzt die nächsten Wochen, Monate. Flammenritus, super Karte, sehr, sehr beliebte Karte, in ganz vielen Decks damals, auch in Turnierdecks verwendet, für einen Mana-Hexerei, erhöhe deinen Mana-Vorrat um 2 rote Mana. Das ist für Rot schon gut als Rampspruch. Dann kommt aber der Witz, du kannst deinen Mana-Vorrat um ein weiteres rotes für alle Karten namens Flammenritus in den Friedhöfen erhöhen. Das heißt, wenn du mehrere Karten davon schon im Friedhof hast, kriegst du noch viel mehr Mana und das ist gerade für Burn-Spells eine super Sache. Die Karte spielt eine große Rolle, die gehört auch zu den ikonischen Karten aus der Zeit. Und jetzt sind wir bei der Rare. Ui, das geht mir zu schnell. Wir wollten erstmal schauen, wo die Uncommon sind. Genau, das müssen wir uns merken beim nächsten Mal. Das ist so ein bisschen schwierig zu erkennen. Ich zeige euch das mal hier. Hier dieser weiße Schneezapfen ist das Zeichen der Commons. Der silberne hier, da sieht man es ganz gut, ist der Uncommons. Ich finde es halt schwer zu erkennen, weil das Zeichen so schmal ist und ich habe so schlechte Augen. Und das Goldene haben wir schon gesehen. Gucken wir gleich mal rein. Die mystische Schmelze für 4 Mana. Zerstöre einen Artefakt oder eine Verzauberung deiner Wahl. Ziehe zu Beginn deines nächsten Versorgungssegments eine Karte. Das Ganze für 4 Mana halte ich für ein bisschen teuer. Gibt es heute schon bessere Sachen. Dann haben wir den balduvianischen Kriegsfürst. Das ist ein super Bild. Ich liebe dieses Bild von Parente. Ein geiles Bild. Guckt euch mal diese riesige Axt an. Wenn das mein kleiner Sohn sieht, rastet der aus. Der liebt Äxte und Zwerge und Berserker und Orks und Goblins. Der ist der Rotspieler Nummer 1. 4 Mana 3-2, Kreatur, Mensch, Barbar. Hier gibt es übrigens eine tolle Commanderfrau. Den Namen habe ich jetzt gerade vergessen. Ich schreibe es euch unten rein. Die gibt allen Barbaren, Berserkern und Kriegern einen Bonus. Die ist richtig geil. Da kann man einen tollen Tribe-Commander draus machen. Gehe ich mal drauf ein, wenn ich mir da was gebastelt habe. Vielleicht fange ich damit an. Entferne eine blockende Kreatur deiner Wahl aus dem Kampf. Kreaturen, die von ihr und keiner anderen Kreatur sonst geblockt wurden, gelten jetzt nicht mehr als geblockt. Dann blockt sie eine angreifende Kreatur, die du bestimmst. Spiel diese Fähigkeit nur während deines Blocker-Deklarieren-Segments. Schönes deutsches Bürokratendeutsch. Und die letzte Ankamen ist arktisches Flachland. Ein sehr schöner Landzyklus. Leider kommen die getappt ins Spiel und du kriegst nur normales Mana. Das heißt, du kriegst nicht mal einen Lebenspunkt oder darfst nicht mal wie bei den Tempeln Scry machen oder so. Die sind also noch schlechter, aber sie sind schön. Und wunderschön ist hier unten der Text. Ne? Da muss man immer drauf achten. Der Flavortext von diesen Karten ist immer wunderschön. Der Frost nun herrscht im grünen Reich, behandelt Land und Menschen gleich und hinterlässt nur Knochen bleich. Die Dynastie der Winterkönige. Ich liebe das. Das hat was von Herr der Ringe. Das hat was von Game of Thrones, das hat was von all diesem High-Fantasy-Zeug, das ich über alles liebe. Und jetzt kommen wir zur Rare, das ist die säubernde Sonne. Für 7 Mana, da siehst du, wie ein Nashorn aussortiert wird. Du kannst 2 weiße Karten aus deiner Hand ganz aus dem Spiel entfernen, anstatt die Mana-Kosten der säubernden Sonne zu bezahlen. Zerstöre alle Kreaturen. Fein, das ist also schon eine Commander-Karte, wenn ihr mich fragt. Das ist auch schon eine gute Removal-Karte, also eine gute Kreaturenbeseitigungskarte an der Stelle, weil du sie spielen kannst, wie die klassischen Karten aus Ice Age und Alliances, wo du Karten abwirfst, um den Effekt zu bekommen und dabei Mana zu sparen. Also ganz typisch, wie es auch bei Force of Will ging. Ne? Finde ich super. Das war der Effekt damals, Karte abwerfen, anstatt Mana-Kosten zu bezahlen, an der Stelle hier, zerstöre alle Kreaturen. Sehr schön, ist so eine feine Rare. Ich weiß nicht, ob die was wert ist, aber solche Karten sind grundsätzlich nicht schlecht. Komm, jetzt machen wir mal den hier auf. So, fangen wir wieder an mit den Commons. Wir haben zuerst Borealis Centaur, Zentaurenkrieger, 2-2 für 2 Mana. Mit Schneemana bekommt der +1/+1 bis zum Ende des Zuges. Finde ich hübsch, gefällt mir. Dann haben wir als nächstes Keldorianischer Schlachtruf. So schöne Karten, Leute. So Ice Age-Style. Ich liebe es. 2 Mana spontan, zwar alle Kreaturen, die du kontrollierst, erhalten +X/+X bis zum Ende des Zuges, wobei X gleich 1 plus der Anzahl der Karten namens Keldorianischer Schlachtruf in allen Friedhöfen ist. König Darien, den habe ich auch in einem der Decks euch mal gezeigt. König Dariens Atem gefror und fiel auf das eiskalte Schlachtfeld, aber seine Befehle kamen auch noch beim letzten Soldaten des neuen Argivia an. Ja, das war ein Bündnis. Das war ein Bündnis zwischen den Zauberern von Zur und den Keldoranern. Die haben gemeinsame Sache gemacht, um sich gegen die toten Beschwörer zu wehren. Gibt es auch Geschichte zu, habe ich mal erzählt, könnt ihr euch alles anschauen. In der Playlist Chill to the Bone, kalt bis auf die Knochen, ein Zerstörungszauber
Vier Mana, zerstöre eine nicht verschneite Kreatur deiner Wahl. Kann ich jetzt schon sagen, habe ich schon, kannst du haben. Und als nächstes haben wir den Goblin Reifläufer. Für 3 Mana 2/2, eine Kreatur deiner Wahl kann diesen Zug nicht blocken. Und mit Schneemana kriegt der Eile bis zum Ende des Zuges. Und wir kommen zu Ab in den Norden für 2 Mana. Hexerei, durchsuche deine Bibliothek nach einem verschneiten Land und bring es getappt ins Spiel. Mische danach bei deiner Bibliothek. Schick. Braucht man. Märtyrin des Sands. 1 Mana 1/1, Menschenkleriker. Zeige x weiße Karten aus deiner Hand vor, offen vor, opfere die Märtyrerin. Du hältst 3x x Lebenspunkte dazu. Oh, das ist viel. Hört sich gut an. Und dann haben wir Drellnok. Oh, der ist cool, ein Yeti-Mutant. Der sieht so cool aus. Das ganze Set ist so witzig. Ich kann gar nicht aufhören zu schwärmen. Immer wenn der Drellnok geblockt wird, kannst du 3 Karten ziehen. Ho, ho, ho. Wow. Wow, das ist eine Menge. Das ist eine Menge. Und dann haben wir Fest des Fleisches. Das ist eine typische schwarze Karte. Sehr geiles Bild. Für 1 Mana, das Fest des Fleisches fügt einer Kreatur deine Wahl x Schadenspunkte zu und du erhältst x Lebenspunkte dazu. Bei x gleich 1 plus der Anzahl der Karten namens Fest des Fleisches in allen Friedhöfen ist. Das ist dieser Zyklus, der es darauf bezieht, dass man die Anzahl der Karten im Friedhof zählt und dann bekommt man dafür Effekte. Märtyrerin des Frostes. Für 1 Mana 1/1, Mensch Zauberer, gehört in diesen Tribe hier rein. 2 Tappen, zeige x blaue Karte aus deiner Hand offen vor, opfere die Märtyrerin des Frost, neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, falls dessen Beherrscher nicht x bezahlt. Da unten wird Zur, der Verzauberer, zitiert. Man sollte die Baluvianer nicht als Barbaren bezeichnen, ihre Magie ist so mächtig wie ursprünglich. Schön. Ja, ich bin so gespannt, was da jetzt kommt. Und dann kommt der wogende Wachposten für 3 Mana 2/1, Erstschlag und Ripple 4. Das ist auch eine Karte, die in einem der Themendecks drin war und ist auch eine sehr, sehr schöne Karte. Sehr, sehr hübsch. Das heißt, wenn du die ausspielst, kannst du von oben 4 Karten runternehmen und wenn du noch einen kriegst, kriegst du ihn umsonst. Wenn du zufällig noch einen kriegst, kriegst du den auch umsonst. Zwar direkt ins Spiel. Mächtig, wenn es läuft. Sehr mächtig. Dann haben wir den Frostraptor. Der ist auch cool. 3 Mana 2/2 fliegend und mit Schneemana kann der Frostraptor in diesem Zug nicht Ziel von Zaubersprüchen und Fähigkeiten sein. Jetzt fangen wir mal an mit den Uncommons. Freyalis Ausstrahlung. Das ist der berühmte Planeswalker. Ne? Die spielt eine große Rolle. Die gibt es auch als Planeswalker für ein Planeswalker-Deck als Commander. Ich liebe diese ganze Thematik. Müsst ihr euch mal reinlesen. Ist jetzt nicht die Zeit, sich damit zu beschäftigen, aber ganz tolle Geschichte. 2 Mana-Verzauberung wird kumulativ versorgt. Gibt es auch Altersmarken drauf. Wenn du nicht bezahlen kannst, dann musst du die Verzauberung aufgeben. Verschneite bleibende Karten enttappen nicht während der Enttapp-Segmente ihrer Besitzer. Ein Lockdown. Und wir kommen zum Stromgald-Kreuzritter. Genau, die Stromgalder, das sind die Bösen, die in dem Fall hier als Zombie-Ritter geil ausgegeben sind. Das ist ja geil. Ich habe ein Ritterdeck. Das gefällt mir gut. Für 2 schwarze Mana, 2/1 Schutz vor Weiß. Klassiker, typischer Ritter. Wie der alte schwarze Ritter ein Stück weit, obwohl der anders war vom Aufbau her. Mit 1 schwarzen Mana erhält er Flugfähigkeit. Das ist super. Und mit 2 schwarzen Mana plus 1 plus 0 bis zum Ende des Zuges nach oben skalierbar, also pumpbar. Schick, der gefällt mir. Ich brauche ihn jetzt nicht für mein Ritterdeck, da habe ich ein paar Stärkere drin, aber eine sehr schöne Karte. Und wir haben nochmal den Balduvianischen Kriegsfürst, da freut sich wieder jemand da drüben, nämlich eine Karte doppelt für den Großen. Und wir kommen zur Rare, das ist Garzas Meuchelmörder für 3 schwarze, 2/2. Den kannst du opfern und eine nicht schwarze Kreatur deiner Wahl zerstören mit Bergung. Du bezahlst die Hälfte deiner Lebenspunkte aufgerundet. Wow, abgefahren. Oh, schwarz haben wir noch nicht viel gehabt. Gut, dritter Booster. Jetzt bin ich mal gespannt, was da jetzt kommt. Vielleicht kriegen wir noch ein schneebedecktes Land. Ein Thumbing Stone wäre natürlich der Wahnsinn. Counterbalance habe ich ja hier in dem Kanal schon mal gezogen. Video blende ich euch ein. Das war sicherlich eines der besten Packs, die man überhaupt aufmachen konnte damals. Da habe ich nämlich Counterbalance und ich glaube gleichzeitig noch in einem Pack Scrying Sheets gezogen. Das war schon ziemlich, ziemlich gut. Das war jetzt heute noch nicht dabei, aber die Optik, Leute, ist toll. Der Flavor, die Hintergrundgeschichte, die ganze wunderschöne Qualität dieser Karten gefällt mir sehr gut. Sehr nostalgisch, sehr auf früher gemacht. Das ist, wie es mir gefällt. Es ist quasi modernes Produkt. Es gehört ja zu den modernen Sets. 2006 ist modern, aber alt von der Optik und von der Geschichte her. Ganz frühes Magic. Hier haben wir den Borealis-Druiden, einen Elf-Druiden, der den Mana-Vorrat und farblos Mana hört. Klassischer Mana-Elf und ich glaube, der ist auch schon im Ordner drin. Der wäre dann auch für den Großen. Und als nächstes haben wir die umschlingende Rune für 2 Spontanzauber. Neutralisiere einen Zauberspruch deiner Wahl, falls dessen Beherrscher nicht 2 plus zusätzlich 2 für jede Karte namens umschlingende Rune in allen Friedhöfen bezahlt. Das ist nun die blaue Karte mit dieser Fähigkeit. Und wir sind bei Feige Ghoul für 3 Mana 2/2.
Du kannst eine Kreatur opfern, Mana dafür bezahlen und bekommst 2 Lebenspunkte dazu. Und dann kommt das Ronom-Einhorn für 2 Mana 2-2, das du opfern kannst und damit dann eine Verzauberung deiner Wahl zerstören kannst. Hübsch. Und als nächstes, oh ja, die verschneiten Gebirge sind schön. Die sind wirklich schön. Die habe ich auch schon mal als Foilkarten aus dem Themendeck rausgezogen. Das ist auch ein Grund, warum diese Themendecks gar nicht so schlecht sind vom Preis her. Ihr findet schöne Decks, spielbare Decks mit schönen Karten für einen 20er oder weniger und ihr kriegt in der Regel so ein Foilland, das dann nochmal 5, 6, 7 Euro, insbesondere das Shelf, das tolle blaue Land, super schön, habe ich auch schon gezogen auf dem Kanal in Foil. Das ist oft da drin und damit amortisiert sich so ein Themendeck schon ganz schnell. Ne? Kann ich nur empfehlen, tolle Decks. Den Goblin-Pelzhändler, den haben wir auch noch nicht. Der will wahrscheinlich diesem Schneehasen den Pelz abziehen. Für 2 Mana 2-2 verhindere allen Schaden, den der Goblin-Pelzhändler verschneiten Kreaturen zufügen würde. Und wir kommen zum Kjeldorianischen Speerträger, ein Soldat, der kumulativ versorgt wird. Und den kannst du tappen und Schadenspunkte in Höhe der Altersmarken zufügen. Das ist, was ich vorhin gesagt habe. Das ist jetzt zum ersten Mal, dass kumulative Versorgung quasi positiv gewendet wurde. Früher war das nur negativ, nur schädlich. Du hast nur Mana ausgegeben, damit die Karte überhaupt im Spiel bleibt. Hier ist es so. Du musst diesen 1-2er für einen Mana mit einem Mana pro Zug zusätzlich versorgen. Also mit einem, mit zwei, mit drei, mit vier. Aber wenn du ihn tappst, kann er dann 1, 2, 3, 4, so viel wie Altersmarken drauf sind, Schadenspunkte zufügen. Und das dreht kumulative Versorgung an der Stelle total ins Positive. Feine Sache. Dann haben wir den Krovikianischen Halunken. Gespielt in meinem Deck war damals der Krovikianische Vampir. Wunderschön. Tolle Zeiten waren das. Ja, das ist auch ein Volk, die Krovikianer, die da thematisch eine Rolle spielten. Für 2 Mana 2-1 und sonst nix. Grof heißt, glaube ich, die Stadt dort. Dann haben wir die Märtyrin des Frosts. Oh, die haben wir doch auch schon mal gezogen. Da freut sich jemand. Und als nächstes kommt der tönende Ruf. 3 Mana, ein wunderschönes Bild von Jim Nelson. Bringe einen 1-1 grünen Wolfspielstein mit dieser Kreatur +1/+1 für jede Karte namens Tönender Ruf in allen Friedhöfen ins Spiel. Das ist dann auch sowas Ähnliches, ne? Genau. Und der Auerochsenbulle, habe ich vorhin von gesprochen. Es gab in Ice Age die Auerochsen, die geben anderen Auerochsen Plus-Effekte. Allerdings gab es keine anderen Auerochsen als die einen Auerochsen. Und hier wurden dann erstmals Auerochsen eingefügt, die es auch erlaubten, ein Auerochsen-Tribe-Deck zu spielen. Für 2 Mana 2-1 mit Trampelschaden. Und wenn der angreift, erhält er bis zum Ende des Zuges +1/+0 für jeden anderen angreifenden Auerochsen. Das ist der Witz an diesem Deck. So, und jetzt machen wir es richtig. Das müsste die Rare sein. Gehen wir zu den Uncommons. Wir haben den Blitzsturm für 3, Spontanzauber, fügt eine Kreatur oder einem Spieler deiner Wahl x Schadenspunkte zu, wobei x gleich 3 plus der Anzahl an Ladungsmarken auf ihm ist. Wirf eine Karte aus deiner Hand ab, lege 2 Ladungsmarken auf den Blitzsturm und so weiter und so fort, kannst neue Ziele bestimmen. Gut, dann haben wir die Bärenphylia. Die meine ich, habe ich auch schon. 5 Mana 3-3, kommt mit 4 Heilmarken ins Spiel, kannst eine Heilmarke entfernen und Schaden verhindern und Heilmarken wiederum drauflegen. Ich meine, die habe ich auch schon. Und dann kommt die letzte Uncommon, das ist das offene Hochland. Da seht ihr genau, das ist so ein Landzyklus. Arktisches Flachland, offenes Hochland. Ist wie gesagt kein besonders gutes Land, aber schön ist es. Von John Avon, alle beide gezeichnet, toller Künstler. Und hier wird das Gedicht weitergeführt von der Dynastie der Windlerkönige. Hier steht das edle Land von Frost bedeckt. Wird es denn je wieder erweckt? Wird dies Verbrechen je entdeckt? Okay. Und die letzte Rare für heute ist der Feldmarschall. Geil. Den habe ich. Ist jetzt nicht eine der teuersten Karten im Deck. Keine Frage. Im Set gibt es viel teurere. Der ist nicht so teuer, aber der ist geil. Der ist in vielen Soldatendecks präsent. Für 3 Mana 2-2. Andere Soldaten halten +1/+1 und Erstschlag. Das ist super. Ich habe ihn schon ein paar Mal in meinem Ice Age Block Soldatendeck drin. Und bin froh, dass ich ihn jetzt habe für mein Album. Wunderschön. Geil. Das macht einfach Riesenspaß. Also, Plan ist, wir machen das jetzt immer mal wieder. Ne? Wenn ich mal irgendwo einen kriege, im Augenblick kosten die Dinger mittlerweile schon 12 Euro, aber ich gucke immer mal, dass ich einen für unter 10 kriege. Wenn ich einen für unter 10 kriege, muss man ein bisschen verhandeln, muss man ein bisschen Glück haben, vielleicht 2, 3 davon nehmen. Dann mache ich die mit euch auf und mache die Sammlung vollständig und mein Großer kriegt die Doppelten. So machen wir es. Ja? So, dann haben wir vielleicht irgendwann Cold Snap vollständig. Ich sammle ja eigentlich nur das Zeug bis Exodus, das wisst ihr ja, da habe ich alle Sammlungen vollständig. Aber es gibt so 2, 3 Sets, die will ich selber auch haben. Dazu gehört Lorwyn. Dazu gehört Cold Snap, dazu gehört Eldraine. Das sind alles diese Sachen, die so Fantasy-mäßig sind, diesen tollen Flair haben, die mir gut gefallen. Die habe ich, obwohl ich eigentlich keine Sets sonst sammle, trotzdem gesammelt. Ja, machen wir mal weiter an der Stelle. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.